Barakallahu fikum, wenn jemand um Hand einer Frau bittet und die Frau sagt nein, ist ganz normal. Wenn die Sache ist so, Heirat ist kein Zwang. Du darfst nicht von dir ausgehen, dass du der beste Mensch der Welt wärst oder der beste Mann. Und jede Frau wird dir sagen, ja. Es gibt eine Frau, die mag dich nicht. Es kann sein, dass du gut bist, mashallah. Ich meine, überleg dir, eine Frau kam zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sie sagt, la u'ibu alayhi khuluqan wala dina. Das wird, ich kritisiere bei ihm weder Religion noch Charakter, aber ich habe Angst, in Al-Kufr zu fallen, wie ich Angst habe, in die Hölle zu kommen. Das wird, ich werde ihm sein Recht im Islam nicht geben können. Der hat ihm nicht gefallen. Man erzählt, ja, also die Gelehrten haben verschiedene Erklärungen dafür. Eine Gelehrten sagen, sie hat ihn zwischen einer Gruppe von Männern gesehen und sie hat ihn so gesehen, dass er überhaupt nicht wie die Männer war. Dann hat sie gesagt, ich will ihn nicht. Und das ist ihr gutes Recht. Ich meine, deshalb das richtige Verhalten ist, du hast einer Frau gesagt, willst du mich heiraten? Die sagt dir nein. Sag Alhamdulillah Rabbil Alamin. So hat Allah das bestimmt und vorbei. Es kann sein, dass dieses Nein ein großes Khair für dich ist. Und das war sehr gut für dich. Und nach ein paar Jahren sagst du, Alhamdulillah, Allah hat mich gerettet. Allah hat mich gerettet. Und umgekehrt das Gleiche. Eine Frau denkt, dass sie einen Mann findet, der ist der Beste und sowas. Und der Mann will nicht heiraten. Die will ihn gerne, aber der Mann will nicht. Ja, später nach ein paar Jahren sagt, Alhamdulillah, dass ich ihn nicht geheiratet habe. Deshalb, Barakallahu fikum, man sollte auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Man sollte auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und das richtige Verhältnis ist, überleg dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte eine Frau heiraten, sie hat ihm gesagt, nein. Ich meine, bist du besser als der Prophet? Natürlich, da fühlt man sich gekränkt. Das ist normal. Bei jeder Sache, wenn du ein Nein bekommst, dann fühlst du dich gekränkt. Aber in der Heirat. Und deshalb, da sollte eine Frau sich nicht schämen zu sagen Nein. Oder der Mann sollte sich nicht schämen zu sagen Nein. Was der Grund ist, wie die Sache ist, das ist ihre Sache, das ist ihnen überlassen beide. Man sollte das als Rizq sehen. Wenn Allah dir das geschrieben hat, dann wirst du es bekommen. Wenn nicht, dann nicht.